Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Und lange ist es her, dass wir mal eine Lootbox auf diesem Kanal hatten. Aber ich denke mir, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und da will ich mich eigentlich auch mal ganz lieb bei der Lootbox, bei den Herstellern bedanken. Denn die haben mir das zur Verfügung gestellt. Also das heißt, das ist hier eine kleine Produktplatzierung. Und es ist auch noch eine Dauerwerbesendung, aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Medienanstalten. Das muss man heutzutage nur mal angeben. Naja, so ist das nun mal. Aber wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal weiter mit dem Unboxen dieser Box. Ihr wisst, was ich meine. Die Box kostet zwischen 20 und 22 Euro, je nachdem, welches Paket ihr auf der Webpage abschließt. Wenn ihr die für 12 Monate abonniert, dann für 20 Euro. Und ansonsten, wenn ihr die einzeln haben wollt, dann für 22 Euro. Das Coole ist auf jeden Fall, wenn ihr ein Abo habt von der Box, also über diese 12 Monate, und euch gefällt mal ein Thema nicht oder so, könnt ihr das einfach überspringen. Das viel noch coolere ist, wenn ihr einen Gutschein eingibt auf der Webseite, das kriegt ihr auf jeden Fall noch am Ende des Videos, dann bekommt ihr nochmal 5 Euro Rabatt. Aber dazu kommen wir gleich. Kommen wir erstmal eigentlich zum eigentlichen Unboxing. Naja, ist ja auch egal. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wie immer wird sich der Karton natürlich angeguckt. Und der ist hier so ein bisschen leicht beschichtet, so ein bisschen anthrazitgrau und vom Prinzip her ganz schlicht gehalten. Oben haben wir das Logo drauf und noch die Reste des Todesaufklebers des Paketdienst. An der Seite haben wir das Logo, hier haben wir das Logo und der Rest ist einfach in schwarz anthrazit gehalten. Gut, schauen wir doch einfach mal in den Karton. Die Seiten habe ich schon aufgeschnitten, ich Idiot. Manchmal überlege ich auch, was ich falsch mache und machen doch mal die Box auf. Kann einer mal irgendwie das Zelda-Theme einspielen? Okay, und da haben wir auch schon den Inhalt der Box und das ist ja mal cool gemacht. Die ist nämlich, das wusste ich gar nicht, die ist von innen nämlich bedruckt. So, das scheint hier so ein Schrank zu sein oder so ein Schrank darstellen zu wollen. Und die Pappe ist auch recht dick, die knickt nicht so leicht. Das ist mal, das ist nice. Das können wir auf jeden Fall machen. Und ganz oben haben wir das Wootbox Magazine liegen. September 2018. Und das machen wir jetzt erstmal nicht auf, weil da stehen die Preise und die Sachen drin, die hier in der Wootbox enthalten sind. Müssen wir jetzt noch nicht. Wir wollen uns ja noch nicht spoilern, aber da gucken wir auf jeden Fall am Ende mal rein. So, erstmal das Magazin beiseite und wir haben oben drauf liegen schon zwei große Sachen. Und zwar einmal offensichtlich eine Harry Potter Figur, First Flight. Und was ist das hier? Ah, Game of Thrones, offensichtlich so eine Figur. Ach nee, das ist eine Kerze. Game of Thrones Dragon Egg Candle. Okay, das ist ja mal nett gemacht. Dann machen wir die doch einfach mal auf. Dann schauen wir doch mal. Oh, das wollte ich nicht. Dann schauen wir doch einfach mal, was wir da haben. Und holen die mal raus. Oh, ja. Logischerweise ist das natürlich die Unterseite. Nehmen wir das hier erstmal raus und holen uns mal die Kerze raus. Und die ist auf jeden Fall ganz nett gemacht. Also die ist offensichtlich handbemalt, weil das wirkt hier so ein bisschen ungleichmäßig, aber wirkt qualitativ hochwertig. Schauen wir doch mal. Nein, riecht auch nach nichts, also riecht wie eine normale Kerze, aber muss ja auch nicht immer so riechen, als würde es frisch aus der Parfümbude kommen. Die packen wir erstmal beiseite. Und schauen mal, was wir hier noch drin haben. Was ich hier erspähe, ist offensichtlich eine Hülle. Ach nee, das ist... Oh, das ist ein Sheikah Stone oder Sheikah Slate, wie es auf Englisch genannt wird. Und das scheint offensichtlich ein Notizbuch zu sein. Hier vorne ist so in Comic-Art eingraviert, im Grunde genommen der Sheikah Slate. Und das wirkt auch relativ, also das Cover wirkt auch relativ hochwertig. Können wir ja auf jeden Fall mal aufmachen. Ach, das ist ja mal nice. Das scheint hier offensichtlich die Map von Hyrule zu sein. Das finde ich ja mal geil. Auf den einzelnen Seiten haben wir dann hier noch das Zelda-Logo. Das kann man auf jeden Fall machen. Sheikah Slate Notebook with 100 Line Pages. Das wirkt wesentlich dicker als 100
Blätter, aber die scheinen auch relativ robust zu sein. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Dann kommen wir doch mal zu dem, was uns schon die ganze Zeit angrinst, und zwar die Figur. Nehmen wir doch mal ganz kurz den Karton beiseite. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und schauen uns die Figur mal an. Harry Potter First Flight von... Entschuldigung. Von Q-Fig. Oder Q-F-I-G. Beruhigen Sie sich, Herr Wolter. Kein pubertären Humor hier. So, wir haben hier auf der Rückseite einmal die Abbildung der Figur. Und da haben die sich offensichtlich einen kleinen Kniff einfallen lassen. Ist so ein bisschen comichaft, aber wir packen die Figur mal aus. Ich weiß, allen Sammlern jetzt so, nein! Aber muss sein. Ja, wir wollen die uns natürlich auch anschauen. Und die Verpackung ist nicht zugeklebt. Das macht es auf jeden Fall wesentlich einfacher, das wieder in den Originalzustand zurückzuversetzen. Und, Entschuldigung. Ah, oh, Firmenbezeichnung. Schlimm. Okay, nehmen wir doch mal die Figur raus. Und schauen uns die mal an. Und die ist zwar relativ leicht, aber ich sehe schon auf den ersten Blick, die hat ein paar nette Details. Zum Beispiel mag ich Figuren überhaupt nicht, die dann irgendwie noch so irgendwas zum Stabilisieren brauchen, damit die nicht abknicken. Hier ist Harry Potter einfach auf seinem Windschweif im Grunde genommen aufgehangen. Das ist wirklich mal nett gemacht. Und dann haben wir hier den Schal mit den einzelnen Flusen? Flusen? Enden? Und dem Besen und den Zauberstab, der offensichtlich gerade noch einen Zauberspruch abwirft. Denn so die kleine Brille, die dann wirklich so ein bisschen gebogene Gläser hat, das ist auf jeden Fall eine schöne Figur, finde ich. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nett gemacht. Gut, widmen wir uns nochmal der Box an sich und schauen da nochmal rein. Das zum Ende. Ah, hier haben wir nochmal einen Anstecker und der scheint Wootbox-exklusiv zu sein. Das scheint... Was wird das sein? Ich weiß nicht, was es darstellen soll, aber wir packen es auf jeden Fall mal aus. Ah. Okay, also das ist auf jeden Fall ein bisschen kalt. Das ist Metall und das ist auch... recht robust, also das kann man auch nicht einfach verbiegen ohne Werkzeug. Wer so einen Anstecker haben will, nur mal her damit. Und zum Ende hin noch ein T-Shirt. In jeder Box ist so ein T-Shirt drin. Schauen wir uns das auch mal an. Und T-Shirts sind nach einer Erstauslieferung, kannst du ja eigentlich immer vergessen. Und wir sehen schon Witcher 3 Wild Hunt. Holen wir das doch mal raus und schauen uns mal das Motiv an. Offensichtlich ganze T-Shirt, logischerweise schwarz, aber das ist ganz nett gemacht hier, weil ich finde das immer so ein bisschen blöde, wenn die Logos von den Spielen auf den T-Shirts drauf sind. So kann man das, denke ich, als Motiv tragen. Wir sehen hier den Hexer und ein Gegner. Und ja, ist auf jeden Fall nett gemacht. Gucken wir mal auf der Rückseite, ob da noch was drauf ist. Nö. Ist Größe L und fühlt sich auch doch recht hochwertig an. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aber wir haben noch zwei Sachen, die man entdecken kann. Denn wir haben erstmal das Wootbox Magazine. Und das zeigt hier ganz tolle, fröhliche Leute, die auch eine Wootbox haben. Ja, das ist so ein bisschen Werbung, aber passt ja auch immer gut zu diesen Lootboxen. Und hier kommen wir zum Teil, den finde ich richtig nice, denn alle Wootboxen nehmen an der Verlosung teil für eine Mega-Wootbox. Und da gibt es denn so richtig geile Sachen zu gewinnen. Und wir sehen schon, das ist nicht ohne. Hier zum Beispiel so eine richtig große Figur von Game of Thrones im Wert von 200 Euro. Dann so ein Harry Potter Castle, da bin ich ja so heiß drauf, ne? Das hätte ich gerne, dieses Harry Potter Schloss für 300 Euro.
Und dann geht es hier weiter mit Gandalfs Zauberstab, einer Apple Watch oder am Ende sogar ein Notebook für 1074 Euro. Und jeder, der so eine Wootbox hat, egal ob Abo oder einzeln bestellt, nimmt an der Verlosung teil. Und und hier stehen dann auf jeden Fall nochmal die Einzelpreise. Die 20 Euro werden für die Figur angerechnet von Harry Potter. Dann 8 Euro für das Ei, was hier ein bisschen anders aussieht, aber da sieht man auch, dass die handbemalt sind anscheinend. Dann das T-Shirt an sich 20 Euro. Ihr wisst, Merchandise ist immer teuer. Und das Zelda Breath of the Wild Notebook für 8 Euro. Und nochmal der Pin für 4 Euro. Macht insgesamt 12, 32, 52, ja, 52 Euro wert allein in dieser Box, die ihr für 20 Euro kaufen könnt. Und was ich eine ganz nette Idee finde, offensichtlich kann man, wenn man die Pappe nicht unbedingt wegschmeißen will, diese Box hier so ein bisschen umfalten. Also das heißt, man kann die im Grunde genommen in so einen, sagen wir mal, Giftschrank verwandeln. Schauen wir mal. Ja, genau. Also das heißt, wenn ihr die richtig zusammenfaltet und die Pappe ist, wie gesagt, relativ stabil, dann könnt ihr die im Grunde genommen in so einen Giftschrank umwandeln. So, okay, das war es dann auch schon mit dem ersten Wootbox-Video. Im Grunde genommen soll es das aber nicht gewesen sein, denn wie ihr wisst, alles werde ich davon nicht behalten. Ihr bekommt von mir die Harry Potter-Figur natürlich inklusive Verpackung. Dazu bekommt ihr von mir das besagte Ei, den Pin und natürlich das Witcher 3 T-Shirt. Wer darauf nicht warten will, ihr könnt die Wootbox natürlich auch einzeln bestellen und mit dem Rabattgutschein Nerd könnt ihr nochmal 5 Euro sparen. Link habt ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten, wer beim Gewinnspiel teilnehmen will, der gibt einfach ein Hashtag Nerd Wootbox und sagt mir einfach mal, wo er sich das ins Regal stellen oder wo auch immer hinstellen würde. Ansonsten, Dankeschön, dass ihr bei diesem Video eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank nochmal an Wootbox und wir sehen uns zur nächsten Wootbox wieder. Freut mich auf jeden Fall. Bis dann. Ciao.